Ja, guten Tag. Ich darf Ihnen zuerst einmal ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünschen. Ja, Rückblick 1997. Was haben wir so als Ruhr Heimatverein veranstaltet? Ja, ich würde sagen, als erstes ein herausragendes Ereignis. Wir haben eine Partnerschaft mit einem Heimatverein oder mit dem Heimatverein in Pausa im Vogtland geschlossen. Von Ihnen, von den Heimatvereinen aus Pausa, kamen welche jetzt zu unserem 10-jährigen Jubiläum nach Rudow. Wir werden einen Gegenbesuch starten und zur 625-Jahr-Feier wird der Verein wieder uns hier in Rudow besuchen. Ja, was haben wir so als Heimatverein ansonsten gemacht? Am Wochenende vor Ostern hatten wir wieder unsere Hobbyausstellung. Von den Ausstellern sehr schön organisiert, von der Besucherzahl. Mehrere hundert Besucher kann man nicht klagen. Viele interessierte Bürger konnten sich Anregungen holen für die Gestaltung der eigenen Freizeit. Dann hatten wir auf dem Programm die nächste Ausstellung 10 Jahre Rudower Heimatverein. Wir haben unsere verschiedenen Aktivitäten in den 10 Jahren dargestellt in Bild und Ton. Und haben außerdem mal einen Blick in unser Archiv gewährt. Wir haben Gegenstände aus unserer Sammlung, aus unserem Archiv ausgestellt, um der Bevölkerung zu zeigen, was wir so hier an erhaltenswerten Gegenständen zusammentragen. Am ersten Advent, an dem Wochenende, hatten wir eine Ausstellung, die sich mit dem Thema historisches Spielzeug unter dem Tannenbaum befasste. Die Besucherzahl war toll. Ich kann wirklich nur sagen, das Interesse, das hier gezeigt wurde, könnte, wenn alle Ausstellungen so gut besucht wären, wäre das ein toller Erfolg. Dann haben wir eine kleine Ausstellung hier in einer Bank in Rudow organisiert, die sich mit dem Thema Spinne, die Entwicklung der Spinne und eines Stücks von Alte Rudow beschäftigt. Ja, dann haben wir auch Dia-Vorträge gehalten über Rudow, einst und jetzt. Oder wir waren zum Beispiel in Mittenwalde zur Ausstellung über die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn und haben dort einen Dia-Vortrag über die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn gehalten. Ja, was rundete noch so unser Vereinsleben ab? Stammtische, mindestens rund 8 Wanderungen waren es oder auch Stadtspaziergänge, die wir durchgeführt haben. Wir beteiligten uns bei verschiedensten Straßenfesten mit rund 12 Informationsständen. Ja, und dann wäre auf jeden Fall noch zu erwähnen unser Tanzvergnügen anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums. Ja, und Sie gucken ja hier im offenen Kanal. Da kann man auch noch was dazu sagen. So über den Daumen haben wir quasi 1997 50 Sendungen im offenen Kanal durchgeführt. Rund 30 Minuten. Wir haben für diese Sendung rund 60 Stunden Rohmaterial aufgenommen. Ich sage mal, diese Menge, was man so nebenbei macht, kann sich doch sehen lassen.
Die Kirche in Mittenwalde. Ein Mitglied des Ruder Heimatvereins, Wolfgang Vogt, veranstaltete einen Diervortrag über die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn. Der fährt doch heute gerade wieder um 15 Uhr. Jetzt sind zwei Waren von der rollenden Weinstraße, haben sie die gekauft. Jetzt sind drei achsige Umbauwaren, also das waren mal alte Preußen. Und die haben sie umgebaut als 3YG waren bei der Bundesbahn und haben dann hier rollende Weinstraße draus gemacht. Der eine enthält eine Bar, da können 95 Leute mitfahren und da machen sie so hin und wieder Sonderfahrten. Da ist eine Entgleisung gewesen, da haben sie das Gleis aber wieder aufgebaut. Man sieht praktisch die Schwellen, das ist alles bloß Müll, weil sie die in Sand gelegt haben, die lagen ja nicht in oder im Kies, die lagen ja nicht in Schotter. Der Bahnhof Rudow jetzt, der ist ja alles abgerissen. Und da stand doch noch bis vor einigen Jahren hier in der Holzbude, das hat ein Zimmermann aufgebaut. Da stand noch der Wasserkran. Den hat die NME aber gerettet, den wollte sie irgendwo aufbauen, aber die wissen noch nicht wo. Die letzte große Aktion 1983, da war der Bahnhof Rudow schon irgendwie stillgelegt und da war aber in der Kanalstraße eine Firma, die Kies brauchte. Und da haben sie denen hier irgendwie sich in Wiener Genehmigung geholt, dass sie die Gleise befahren dürfen. Und haben, sind mit zwei Loks, sollen sogar drei gewesen sein, haben dann die Kiste hierher gefahren, die wurden dann entladen. Die NME hat sonst den Bahnhof Rudow 40 Güterwaren das Jahr über gehabt. Und das Jahr hier hatten sie 206, also nur wegen dieser Kiesaktion. Und war der Bahnhof Rudow so in seiner Blütezeit. Da waren eigentlich bloß so Kohlenfirmen, die Kohlen entladen haben. Und dann sind aber doch Entgleisungen vorgekommen. Allerdings haben auch Kinder dazu beigetragen. Die haben die Klappen aufgemacht von den Güterwaren, dass die Kohlen rausgefallen sind. Hier, wie der Truppe runter ging, die sind da schon bloß 15 gefahren, wenn überhaupt. Ja, und dann hat hier, das stand doch hier vorne dran, der wurde ein Film gedreht, der Mr. M. Und da haben die Wagen aus Duisburg, hatten sie nach Rudow Nord, das gab gar keinen Bahnhof Rudow Nord. Ach, das kommt noch. Der war ungefähr so, der wollte die Gropiusstadt als Hintergrund haben. Und ein Auto, ein PKW, hat die Schranke kaputt gefahren. Darauf baute sich die Geschichte auf. Man sieht da die Schranke, da ist normalerweise nie eine Schranke gewesen. Hat die Schranke kaputt gefahren und
Hier ist jetzt der Bahnhof Rudow Nord. Da sieht man noch, das wo das Stationsschild dran gewesen ist. Also das war ein Haltepunkt, also war kein Bahnhof. Und der Zug, da haben sie so Waren gemacht, die waren natürlich alle leer, als wenn da Gift irgendwie drin ist. Und haben den über die Straße gestellt. Da hinten sieht man schon Gas Metropol. Das hatten sie zwei so eine Tankwagen, wahrscheinlich wenn einmal die Aufnahme nicht wird. Und hier ist das erst bei weggezogenen Zug, rast der, aber der ist wirklich rast da drüber weg. Und dann haben sie den Zug rübergeschoben und haben hier die Zugmaschine, die da steht, die hat ein langes Seil und hatten denselben Tankwagen hinten am Seil dran, also dass da keiner drin saß. Und wie dann die Explosion, da sah das so aus. Bitte? Die da in der Bude, da sitzen auch Filmleute drin, aber die so nah haben sie mich nicht rangelassen. Die hätten überhaupt gesehen, dass da ja keiner mit dem Fotoapparat rumschuchtelt. So, und die Feuerwehr ist dann am Löschen. Ja, der hat die Waren ausgedrückt. Also ich habe den Film nie gesehen, aber ich stelle mir vor, die Szene ist doch ganz schön echt gewesen. Bloß da muss man nun natürlich Glück haben, dass man den Termin abpasst, dass man sowas fotografieren kann, ja. Thank you.
Zum sechsten Mal fand Ende März 1997 die Ausstellung Hobby Freizeit – Bürger stellen ihr Hobby vor im Gemeinschaftshaus Lipschitzallee statt. Rund 60 Aussteller stellten ihre Freizeitbeschäftigung einer interessierten Öffentlichkeit vor. Gezeigt wurden bekannte Hobbys wie Briefmarken sammeln, wie auch nicht so bekannte Hobbys wie Hufeisen sammeln. Es wurden Tipps und Tricks ausgetauscht oder nur geschaut, was nicht alles den Sammlerherz erfreut. Und wer weiß, vielleicht wurde manch einer von den vielen Besuchern, die an den zwei Tagen diese Ausstellung besuchten, von einer eigenartigen Krankheit befallen, die meistens unheilbar ist, aber sehr ansteckend, aber nicht gefährlich. Es ist vielleicht ein Virus, der sich sehr schnell ausbreitet. Nichts Genaues weiß man. Den Virus, den ich meine, nennt man den Sammlervirus. Und der ist ganz harmlos. Die Tombola des Rudo Heimatvereins, wo es sehr tolle große und kleine Preise zu gewinnen gab. Auch der Bürgerverein Britz präsentierte sich mit einem Infostand. Zinn- und Stofffiguren aus der Geschichte Der Herr der Ringe weckte den Sammlervirus bei dieser Sammlerin. Dabei fing alles ganz harmlos an mit einem Buch. Mit dem Titel Wie soll es schon anders sein? Der Herr der Ringe. Und schon ließ die Geschichte der Sammlerin keine Ruhe mehr. Diesen Sammler hat es den Bierbrauereien angetan. Nein, nicht den Gerstensaft, sondern mehr die Gegenstände mit Werbeaufdrucken von verschiedenen Brauereien. Gesammelt werden Streichholzschachteln, Bierdeckel, Biergläser, Kartenspiele und vieles mehr. Ja, wenn nur ein Werbeaufdruck von einer Brauerei zu sehen ist. Und wenn wieder ein neues Stück für die Sammlung ergattert wurde, das man vielleicht schon lange gesucht hatte, dann wird dieses bestimmt mit einem Glas Bier gefeiert. Den Sammlervirus hat den Sammler bestimmt in einem Café erwischt. Irgendwo in Deutschland. Beim Kaffee trinken, wo es fast überall die eingepackten Zuckerstücken dazu gibt. Ja, irgendwann muss der Virus zugeschlagen haben. Es gibt nicht nur Einzelstücke, nein, ganze Serien gibt es. Es gibt natürlich nicht nur als Zuckerstücken, auch als Zuckertüten oder der neueste Schrei sind kleine Zuckerstangen. Hier gab es schöne Bilder zu bewundern, Bleistift, Kohlezeichnungen oder andere Techniken. Bilder aus längst vergangenen Zeiten.
Ein Hobby, das Ausdauer und etwas Fingerspitzengefühl erfordert. Hauptsächliche Arbeiten sind das Entgraten der einzelnen Bauteile sowie das Zusammenfügen und Verspachteln. Diese Arbeiten sollten sorgfältig ausgeführt werden, weil durch ein sauberes gebautes Modell das Bemalen erleichtert wird. Der erste Schritt ist das Grundieren des Modells, am besten mit Wasserfarbe. Danach kann das Modell zum Beispiel mit Ölfarbe bemalt werden. So, ich hoffe, dass Ihnen unsere Ausschnitte aus unseren Aktivitäten hier gefallen haben. Sollten Sie Interesse haben an unseren nächsten Ausstellungen oder auch an unserem Vereinsleben, dann schauen Sie doch mal rein. Jeden ersten Donnerstag sind wir hier im Alten Krug, treffen uns dort zu einem Stammtisch. Und ansonsten, unsere nächste Ausstellung ist am Wochenende vor Ostern, am 4. und 5. April. Im Gemeinschaftshaus am Bad Jamplatz in der Gropiusstadt mit dem Thema Hobby Freizeit. Die darauffolgende Ausstellung wird sein über Pfingsten und zwar zur 625-Jahr-Feier von Rudow. Diese Festlichkeiten anlässlich der 625-Jahr-Feier werden insgesamt vom 23. Mai bis zum 14. Juni dauern. Unsere Ausstellung wird, wie gesagt, Pfingstsonnabend eröffnet werden und sich mit verschiedenen Grundstücken von Rudow über die Entwicklung dieser Grundstücke und mit der Geschichte von Rudow befassen. Schauen Sie mal rein. Einen schönen Tag noch.